Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 45. Lesung des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums. Ein Buch von James Atkin Wiley, Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben, ebenso ein paar Jahre später, nämlich 1853, ins Deutsche übersetzt und heute von mir der 45. Teil vorgetragen. Obwohl die letzten drei Teile ja gar nicht aus diesem Buch kamen, sondern ein Ausflug waren in dieses wunderbare Buch Der deutsche Michel und der römische Papst von dem Panizzi. Oder vergiss es, ich komme auf den Namen. Panizza, danke, ich vergesse den Namen immer von dem armen Menschen. Aber das hatte ja noch eine Vertiefung der vorher gelesenen Themen zur Folge, dass wir uns noch tiefer beschäftigt haben mit der Buße, mit dem Ablass und mit dem Fegefeuer, was wir ja vorher bereits besprochen hatten, was die Falschlehren des Papsttums sind. Und was natürlich eben das Doppelgesicht des Papsttums wieder einmal ganz deutlich bestätigt hat. Ja, heute gibt es mal kein Lied, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe, das Lied, das Alexander vorbereitet hat, als Video zu verarbeiten. Das ist mir ganz einfach nicht geglückt. Und eine andere Sache wollte ich auch noch mal eben erwähnen. Ich habe durch eine fantastische Buchspende Bücher bekommen, dass ich also jetzt bis zum Jahre 2030 ungefähr genug hier zu lesen habe. Unter anderem hat mich heute ein Buch erreicht von Avro Manhattan, ein Malteser-Ritter und einer der fantastischsten Autoren über die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche im 20. Jahrhundert. Das einzige Buch, das es von ihm in Deutsch gibt, ein Druck von, das Buch ist 1949 erschienen, das ist hier die zweite Ausgabe und 1958 gedruckt, also das ist die zweite Ausgabe von 1949 oder was, aber 27. Auflage, halt Ende der 50er Jahre gedruckt. Das heißt, der Vatikan und das 20. Jahrhundert. Und das wird wahrscheinlich ein Buch sein, was ich demnächst auch auf YouTube lesen werde als deutsches Buch. Weil neben dem Endzeitwahn muss man ja auch noch was anderes machen. Aber bevor wir uns mit Endzeitwahn und anderen Dingen beschäftigen, beschäftigen wir uns heute mit der Lesung und Besprechung des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums. 45. Teil, wie gesagt. Wir gehen in ein neues Kapitel, nämlich das 17. Kapitel, auf Seite 313 in dem inzwischen etwas seitenmäßig angepassten PDF, weil wir vorne das Titelbild rein und ein paar Leerseiten rausgenommen haben. Und das geht um den Bilderdienst. Also es geht genau darum, was Gott im zweiten Gebot, das ist ja zweites Buch Mose, Kapitel 20, wo die 10 Gebote gegeben werden, was er absolut verdammt, wo er ganz deutlich sagt, was man nicht tun soll. Nämlich, Gott sagt, und ich habe jetzt die Bibel hier nicht vor mir liegen, ich sage das jetzt aus dem Gedächtnis heraus, im zweiten Gebot steht ganz deutlich drin, du sollst dir keine Abbildung machen von irgendetwas im Himmel, von irgendetwas auf der Erde oder von dem Wasser unter der oder von dem, was im Wasser ist, unter der Erde. Du sollst dich nicht niederknien zu ihnen, du sollst sie nicht anbeten, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott und ich verfolge diejenigen, die meine Gebote nicht verfolgen, bis in das dritte und vierte Glied, aber ich zeige gleichzeitig Gnade an Tausende, die mich lieben und meine Gebote halten. Dieses zweite Gebot ist in der römisch-katholischen Kirche, in der Bibel zwar enthalten, aber im Katechismus gestrichen. Und die Katholiken lernen ja nicht, was in der Bibel steht, sondern sie lernen den Katechismus. So, und dadurch haben sie das zweite Gebot nicht. Bei den römischen Katholiken ist das 10. Originalgebot geteilt in 2 Teile, das 2. weggelassen und so sind es immer noch 10 Gebote. Die Zählung stimmt bei ihnen aber nicht, denn das eigentlich 6. Gebot, du sollst nicht töten, ist bei den Katholiken natürlich das 5. Gebot. Und übrigens ist das auch so im Katechismus von Martin Luther. Nur mal ebenso nebenbei, der ist auch nicht viel besser. Und, was da noch oben drauf kommt, der Katechismus von Martin Luther wurde erst in die Welt gesetzt. Und daraufhin hat dann erst die römisch-katholische Kirche ihren Katechismus gemacht. Ja? Luther war der Erste, der mit dem Katechismus im Grunde rauskam. Aber das ist eine andere Geschichte, da kann man ein anderes Mal drüber diskutieren. Punkt ist, im Katechismus ist das zweite Gebot nicht drin, in den Bibeln ja, aber die Bibel wird ja nicht gelehrt, die Leute sollen den Katechismus lernen und da ist das zweite Gebot nicht drin. Und da geht es genau um diesen Bilderdienst, das heißt den Dienst, den ich selbstgemachten Bildern erweise, was ich eben nicht tun soll. Also, bei diesem Gegenstand, sagt der Autor, handelt es sich erstlich um die Praxis der römischen Kirche hinsichts der Bilder, zweitens um das Urteil des göttlichen Wortes über dieselbe. Die Praxis, welche die Kirche übt, ist,
was die Erscheinung betrifft, so unzweideutig als irgend möglich. Die Kirche stellt Bilder der Heiligen oder Engel oder Christi selbst aus und lehrt ihre Glieder, vor denselben sich niederwerfen, Weihrauch anzünden, beten, Kerzen anzünden hat er hier nicht erwähnt, das gehört er auch noch zu ihnen hin Wallfahrten zu unternehmen und für diese Huldigungen eine außergewöhnliche Erwiderung erwarten. So ist's in jeder römisch-katholischen Kirche der ganzen Welt. Und eine Verdeckung dieses Verfahrens ist unmöglich, wird auch nirgends auch nur im Ansatz versucht. Der Anbetende betritt die Kirche, sucht sich ein beliebiges Heiligenbild aus, kniet nieder, erzählt sein Anliegen, zündet seine Kerze an und vollzieht wohl auch das Gelübde einer besonderen Schenkung. Das Wort Gottes verbietet das Verfahren mit dem einfachsten Ausdrücken und es erscheint lächerlich, wenn römische Theologen mit Aufwand vielen Eifers die Beschuldigung der Abgötterei als eine Verleumdung von ihrer Kirche abwenden wollen. Wie man die Sache auch ansehe, das Geschöpf wird geehrt und nicht der Schöpfer. Doch hören wir Roms Entschuldigung. Die Verteidigung wird einzig und allein auf das Moment der Intention, also der frommen Absicht gestützt und demnach also argumentiert. Wir glauben nicht, dass die Bilder göttlichen Wesens seien. Wir halten Gold, Stein, Holz und so weiter, aus denen sie bestehen, nicht für Gott. Glauben nicht, dass die Bilder hören, sehen, segnen können, richten daher auch unsere Anbetung über die Bilder hinaus zu den durch sie dargestellten Heiligen oder Engeln. Das klingt ganz gut. Das ist eine ganze Geschichte, wenn auch ihren tieferen Motiven verwerfliche Theorie, aber ungenügend für die Erklärung, noch schlechter für die Verteidigung der Praxis, und zwar aus folgenden Gründen. Erstlich ist zu behaupten, dass, wenn der Papist mit solchen Gründen sich entschuldigen dürfte, bei weitem die meisten Götzendiener dasselbe Recht in Anspruch nehmen könnten. Nur die unwissendsten und rohesten Heiden halten das Holz oder den Stein, vor dem sie knien, für den Schöpfer selber, während sowohl im orientalischen als okzidentalischen Polytheismus, also Mehrgötterei, die bewegenden Kräfte der Welt unter den Symbolen der verschiedenen Göttergestalten verehrt wurden und noch werden. Der große Haufen ist sich freilich dieser Unterscheidung nicht bewusst. Ebenso wenig als die Masse römischer Katholiken, das Beten vor oder besser unter von dem Beten zu unterscheiden imstande ist. Das System des Heidentums enthält aber diese Unterscheidung und ist dennoch bis auf den heutigen Tag von der Bibel verdammt und wird es bleiben, da Gott der Herr auf Spitzfindigkeiten sich nicht einlässt. Zweitens aber ist es eine unwahre Behauptung, dass jene Bilder bloße Hilfsmittel und Hebel für die Anbetung des dargestellten Gegenstandes seien. Die Huldigung wird dargebracht dem Bilde unmittelbar und nur mittelbar dem dadurch dargestellten Gegenstande, indem es ein reiner Willensakt des Anbetenden bleibt, ob er seine Verehrung vom Bilde auf diesen übertragen will. Das Bild aber wird verehrt und diese Verehrung ist durch keine geringere Autorität als die des Tridentiner Konzils angeordnet, das wir schon so oft besprochen haben. Und dort heißt es, Zitat, man soll lehren, dass die Bilder Christi, der Mutter Gottes und der anderen Heiligen beizubehalten seien, namentlich in den Kirchen und dass ihnen Ehre und Verehrung gezollt werden müsse. Ende Zitat. Man soll lehren, dass die Bilder Christi und der Mutter Gottes, dass ihnen Ehre und Verehrung gezollt werden müsse. Das ist der Hauptsatz hier und damit steht es noch ganz deutlich drin. Die Bilder werden angebetet. Und selbst, das ist jetzt mal eben mein Kommentar, so eben mal kurz dazwischen.
Selbst wenn ich dann diese Kasuistik akzeptieren sollte von, ja, ich bete ja nicht das Stück Holz an, das Jesus Christus abbildet oder das den und den Heiligen abbildet, sondern ich bete den Heiligen an, der hinter diesem Bild steht, das ist übrigens ein anderer Punkt, hinter jedem Götze steht ein Dämon, ja, da muss man sich mal von bewusst sein, das steht auch entweder in diesem oder in einem anderen Buch, habe ich letztens auch gelesen, das ist absolut wahr. Aber wenn es um einen Heiligen geht, also einen, zwischen Anführungszeichen bitte mich zu verstehen, Heiligen, einen Heiligen der sogenannten römisch-katholischen Kirche, also einen toten Menschen, dann ist das Nekromantie. Also entweder bin ich Übertretung mit dem Gebot, weil ich ein Bild anbete, das ich nicht tun soll, oder aber ich bin in Übertretung, weil ich einen Toten anbete, was Nekromantie ist, was ich nicht tun soll. Ich bin sowieso in Übertretung. Welche Kasuistik und Sophistik die römisch-katholische Kirche auch immer gebraucht, sie kann sich aus dem Fehler nicht rausreden. Das wird, denke ich, selbst in diesem vom Tridentinischen Konzil gut geheißenen Vorsatz oder in diesem Lehrsatz deutlich. Man soll lehren, dass die Bilder Christi, der Mutter Gottes und der anderen Heiligen beizubehalten seien, namentlich in den Kirchen, und dass ihnen Ehre und Verehrung gezollt werden müsse. Dann wird ausdrücklich erklärt, dass der Christ vor ihnen sich niederwerfen, sein Haupt entblößen und sie küssen solle. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Heiligen selbst dadurch geehrt würden. Dieser Beschluss erneuert nur, was schon 787 durch das den Bilderstreit zum Abschluss bringende Konzil zu Nicäa festgesetzt worden. Damals ward befohlen, man solle die Bilder Christi und seiner Heiligen allerdings verehren und anbeten, aber nicht mit der Gott allein gebührenden Latria. Was ist denn bitte schon eine Latria? Wir sprechen hier nicht von einer Latrine, wir sprechen hier vom griechischen, also lateinischen Wort Latria, Latreia oder Latreutisch als Adjektiv im Griechischen. Die Latrie bezeichnet in der Theologie, also in der zwischen Anführungszeichen Gotteslehre, der römisch-katholischen und orthodoxen Kirchen, ja, nie vergessen, es gibt römisch-katholische und es gibt orthodox-katholisch, ja, westlich und östlich, die Anbetung, eine Form der Verehrung, die dem dreieinigen Gott vorbehalten ist. Dreieiniger Gott, das ist wieder wie hier die Trinität, hat nichts mit der Gottheit der Bibel zu tun. Der griechische Begriff bedeutet ursprünglich Dienstbarkeit, also das Wort Latreia, Dienstbarkeit, Knechtsdienst und wurde dann auf die kultische Verehrung übertragen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 24, nach der Einheitsübersetzung, eine natürlich falsche Bibel, diente er noch als Bezeichnung für die Götzenverehrung. Bereits die Kirchenväter, hätte ich eigentlich zwischen Anführungszeichen setzen müssen, Hieronymus und Augustinus verwenden ihn ausschließlich für die Verehrung Gottes. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin, der im 13. Jahrhundert lebte, unterscheidet in seinem fünfbändigen Werk Summa Theologica die Latria von der Dulia, die Verehrung, die den Heiligen entgegengebracht wird. Weiterhin unterscheidet die katholische Theologie von der Latria noch die Hyperdulia, die Verehrung, die der Jungfrau Maria entgegengebracht wird. In der katholischen Kirche gilt die Latria auch dem Allerheiligsten, da es nach Lehre der Kirche Leib Christi ist und findet ihren Ausdruck in der eucharistischen Anbetung, also das Stück Brot, dieser Jesuskeks wird auch angebetet. Ja, weil mit den Hokuspokus-Worten hoc est corpus enim meum hat der Priester das Stück Brot ja in Jesus Christus verwandelt. In sein Leib, in sein Blut, in sein Fleisch, in seine Göttlichkeit, in seine Menschlichkeit. Das muss man anbeten, ne? Das Stück Brot.
Im 16. Jahrhundert legte das Konzil von Trient fest, dass alle Christgläubigen diesem heiligsten Sakrament, ja, der Eucharistie, bei der Verehrung gemäß dem in der katholischen Kirche stets gepflegten Brauche, den Kult der Gottesverehrung, der dem wahren Gott geschuldet wird, erweisen sollen. Also mit anderen Worten, dieses Brot muss angebetet werden, wie ihr den wahren Gott anbeten sollt. Weil dieses Brot hat der Priester mit seiner Macht zum wahren Gott gemacht. Die römisch-katholische Kirche ist die einzige Kirche, in der ein Geschöpf den Schöpfer kreieren kann. Und das lehren sie dann noch als Dogma. Die orthodoxen Kirchen unterscheiden zwischen der Latria und der Proskynesis, der Verehrung, die Gottes Dienern und Symbolen, also auch verehrungswürdigen Personen, wie Geistlichen und den Ikonen entgegengebracht wird. Das ist reinste Kasuistik und Kasuistik ist eben Wortklauberei. Und das kommt natürlich aus einem Wikipedia-Artikel, woher auch sonst. Ebenso, fährt der Autor fort, lehrt der Tridentiner Katechismus, indem er die vorerwähnten Ehrenbezeichnungen vor den Bildern und der heiligen Willen als höchst wohltätig für das Volk empfiehlt, ausdrücklich, Zitat, dass die Bilder in den Kirchen nicht bloß zur Unterweisung, sondern auch zur Verehrung da seien. Ende Zitat. Wenn hieraus deutlich genug hervorgeht, dass nicht einmal die Theologen an ihrer eigenen Theorie festhalten, sondern Bild und Gegenstand vollständig verwechseln, welche Torheit dann eine dergleichen Unterscheidung vom Volke zu erwarten? Das Volk betet im Allgemeinen die Bilder an und nur weniger Einsicht erhebt sich darüber hinaus. Wäre es nicht so, warum würden denn die Anbetenden ein Bild dem anderen vorziehen? Warum lange Pilgerfahrten zu einem bestimmten Bildschrein machen? Das kann ja nur aus der Annahme, dass ein Bild vor dem anderen mit Kräften begabt sei, erklärt werden. Man erinnere sich doch des schmachvollen Götzendienstes am Feste des Bambino zu Rom, welchen der Autor Seymour beschreibt. Das kommt aus dem Buch Seymour's Pilgrimage zu Rom, Seite 288. Ich habe das nachgeschaut, das ist Seite 301 im PDF. Das PDF selber habe ich auch hier. Es hat 556 Seiten in total. The Bambino and the Adoration of the Cross. Also mit anderen Worten, das Kindchen, Kindlein, ich weigere mich jetzt das Wort Baby zu gebrauchen, das ja vielleicht seinen Ursprung in Babylon hat, das Kindlein und die Verehrung des Kreuzes. Über die Verehrung des Kreuzes habe ich am Wochenende noch mit meinem serbischen Freund und Kollegen beim Taxi eine Diskussion drüber gehabt, der ja auch ein Kreuz trägt und dem ich versucht habe zu erklären, dass das Kreuz kein christliches Symbol ist und dass es überhaupt kein christliches Symbol gibt. Ich habe ihn dann verwiesen auf meinen YouTube-Kanal, habe gesagt, da habe ich eine Lesung gemacht, die heißt Babylon Mysterienreligion von Ralph Woodrow und habe ihm gesagt, dass er sich das Kapitel da mal raussuchen soll, in Englisch oder in Deutsch, ich habe ja beide Lesungen gemacht, über das Kreuz und die Herkunft des Kreuzes. Also sind wir beide ein bisschen Auto gefahren, weil man muss ja zwischendurch auch werken, wenn man schnackt. Und dann kamen wir zurück, dann haben wir noch ein bisschen weiter geschnackt. Dann hat er gesagt, sag mal, Jörg, bist du ein Zeuge Jehovas? Ich sage, wie bitte? Ja, im Internet steht, dass du ein Zeuge Jehovas bist. Bist du das? Ich sage, ich habe mein ganzes Leben noch nie, jetzt nicht und werde auch in der Zukunft niemals irgendeiner, zwischen Anführungszeichen, christlichen oder sonstigen Glaubensrichtung angehören. Ich bin ein bibeltreuer, bibelglaubender, an Jesus Christus folgender Christ und nicht irgendwie in irgendeiner organisierten Kirche oder was auch immer angeschlossen. Und dann sagt er, ja, auf deinem YouTube-Kanal, da steht drin, dass du rund 13.000 Abonnenten hast. Ich sage, ja, das stimmt. Und dass du pro Monat über 150 Dollar verdienst. Ich sage, womit? Ja, mit deinen Videos. Ich sage, ja. Ich sage, die 150 Dollar würde ich dann gerne mal sehen. Ich sage, entschuldige bitte, und ich möchte das hier jetzt auch nochmal eben ein für alle Mal klarstellen. Ich verdiene mit meinen Videos
keinen einzigen Cent. Ich blockiere Reklame auf meinen Videos, das kann man in den Grundeinstellungen auf YouTube so machen. Das mache ich immer, wo ich kann. Ich kann es natürlich jetzt nicht kontrollieren, ob YouTube sich auch dran hält oder ob irgendwo Videos von mir sind, wo Reklame vorgeschaltet ist. Vor allen Dingen Videos, die nicht Creative Commons sind, weil sie vollkommen urheberrechtsfrei sind, sondern wo vielleicht ein Stück Musik oder ein Stück Film drin ist, was ich im Vorspann oder im Abspann gebrauche oder im Video selber, wodurch das Video dann eben die Standardlizenz hat und ich keine Einnahmen generieren kann, was ich ja sowieso nicht tue, aber andere das können und dass da dann vielleicht Reklame vorgeschaltet ist. Das kann sein. Aber ich verdiene da keinen Cent von. Ich habe meinen YouTube-Kanal seit ungefähr 2011 und ich habe noch nie auch nur einen einzigen Cent für irgendwelche Videos bekommen. Und ich will auch von der Institution YouTube kein Geld haben. Ich frage vielleicht meine christlichen Brüder und Schwestern hier und da mal zu einer Spende, weil es mir im Leben nicht besonders leicht gemacht ist, auch zu überleben. Und da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Man kann sich ja gerne von Glaubensbrüdern oder Glaubensschwestern unterstützen lassen. Nicht, dass die einen tragen und komplett finanzieren, aber dass sie einem helfen. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Man muss ja seine Arbeit verrichten. Ja? Paulus hatte ja auch sein Auskommen und sein Unterkommen, ja, teilweise durch Arbeit, teilweise eben aber auch durch Spenden. Da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Aber ich verkaufe meine Videos nicht und ich habe auch früher ständig den Text in die Videos reingemacht, heute mache ich das nicht mehr, aber ich denke, das sollte jeder begriffen haben, dass ich jedem meine Videos vollkommen gratis zur Verfügung stelle, dass sie überall, was mich angeht, weiterverteilt werden können. Ist das auf sozialen Medien, ist das auf anderen Videoplattformen, ist das auf Webseiten, wo auch immer, überall dürfen meine Videos unbearbeitet weiterverteilt und weitergegeben und gezeigt werden. Ohne dafür Geld zu verdienen. Das schreibe ich da auch mit bei. Da darf kein Geld mit verdient werden, weil ich verdiene es auch damit nicht. Ich will das auch nicht. Ja? Nur mal eben so nebenbei. So entstehen dann irgendwie in dieser Welt mal Gerüchte und dagegen muss man sich dann auch noch verteidigen. Das ist mir zu blöde. Wenn mir jemand irgendwas vorwirft, dann muss er mal Beweise dafür bringen. Und die kann er nicht bringen, weil die Vorwürfe falsch sind. Aber das musste ich mal eben erwähnen. Das passt hier zu dem Thema jetzt gerade mal mit rein. Ne? Die Verehrung des Kreuzes, weil wir eben über das Kreuz gesprochen hatten. Und ich ihm sagte von, das Kreuz ist kein christliches Symbol. Christen haben überhaupt keine Symbole. Und er sollte sich das Buch von Ralph Wutrow mal anschauen. Ich habe gesagt, du kannst dir das Buch gratis runterladen. Ich habe es auf meinem Archive stehen. Ich glaube, das Deutsche nur. Ich glaube, das Englische habe ich da nicht stehen. Da muss ich mal schauen. Da muss ich das da auch noch hochladen. Und Alexander Hislop, die zwei Babylons, also von Babylon nach Rom oder The Two Babylons in Englisch, die kann man sich ja auch gratis besorgen. Da wurde das auch drin besprochen und deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen. Also mich freut es natürlich, dass mein Taxikollege, mein Serbischer, sich zumindest schon mal über mich erkundigt hat, auch wenn die Information, die er bekommen hat, nicht richtig ist. Aber gut, das je besser er mich kennenlernt, wird er auch wissen, dass das Lügen sind. Und ihr wisst das sowieso. Aber ich wollte es nur mal eben hier sagen, weil ich weiß ja auch nicht, was ihr im Internet alles über mich findet. Also anscheinend bin ich ein Zeuge Jehovas, im Internet zumindest, auf LinkedIn oder sowas, sagte der Stand das. Kenne ich nicht, bin ich nie drauf gewesen. Ich habe keine sozialen Medien, nie gebraucht. Werde ich auch nie brauchen. Und anscheinend steht eben auch drauf, dass ich Geld mit meinen Videos verdiene, was ich hiermit absolut in das Fabelreich verweisen kann. Soweit eben dazu, in eigener Sache mehr oder weniger. Entschuldigung, es hat mit dem Thema nichts zu tun, aber bin ich halt drauf gekommen, weil ich mit meinem serbischen Freund über die Verehrung des Kreuzes gesprochen hatte. Ja, Pilgrimage zu Rom, also dieses Buch von Reverend M. Hobart Seymour. Den Link werde ich auch in die Beschreibungsbox des Videos hier mit reinmachen. Das könnt ihr euch dann auch gratis vom Internet herunterladen und könnt das dann gerne mal lesen. Das klingt sicher nicht schlecht oder nicht uninteressant, diese Pilgerfahrt nach Rom von diesem Herrn. Und damit hätten wir dann die Fußnote 1 hier abgearbeitet. Und Fußnote 2 und gehen kurz einen Satz weiter und dann gehen wir in eine folgende Fußnote, weil der Autor sagt hier, so wie der Priester auf dem Gipfel des Kapitols den Bambino, also das Kindlein, die hölzerne, das Kind Jesus vorstellende Puppe erhebt, werfen sich Tausende am Abhange und Fuße des Berges zu Boden und man hört nichts als das Murmeln der Gebete zu dem Bilde.
Seltzer in seinen interessanten protestantischen Briefen erzählt Haarsträubendes von eben diesem Kindlein, diesem Bambino. Er wird nämlich aus dem Kloster, dessen Eigentum er ist, auf Verlangen an die Häuser zu Kranken geschickt, um an den Leidenden seine Kraft zu beweisen. Eine Frau hatte ihn sich auch bringen lassen und bei dieser Gelegenheit den echten Bambino mit einem täuschend nachgebildeten, vorher bereitgehaltenen Unechten zu vertauschen gewusst und jenen dann behalten. Arglos wird der Unechte im Kloster in Empfang genommen. Doch siehe, kurz darauf verlässt der Echte seine neue, ihm unbehagliche Behausung. Das hölzerne Wickelkind wandelt vor die Pforte seines Klosters und klopft an, Einlass begehrend. Plötzlich ist wunderbares Läuten aller Glocken begleitet, das Bambinos Großtat und sein Ruhm erfüllte die ewige Stadt, also Rom. Kann ich mal eben kurz dazwischen, ich habe ein Kloster in der Bibel irgendwie nicht gefunden. Ich habe ein Kloster in der Bibel irgendwie nicht gefunden. Wo steht Kloster in der Bibel? Ich dachte, in der Bibel steht immer, man soll das Evangelium in alle Welt hinaustragen. Und sich nicht irgendwo einsam einschließen und einsam leben. Ja. Aber da habe ich doch falsch richtig gelesen, oder? Da hat doch der Verfasser dieses Textes irgendwie jetzt hier das nicht jetzt mit dabei geschrieben, dass das gar keine Kloster, gar nicht christlich sind, oder? Naja, dieses Bambino-Machen ist ja auch nicht christlich. Also er berichtet ja hier über die Katholiken eigentlich, aber komischerweise tut er das halt in seinen interessanten protestantischen Briefen. Das heißt, er erzählt das ja den Protestanten, wie sie halt in Rom zugehen und zeigt ihnen damit im Grunde ja an, dass das alles verkehrt ist. Also in der Bibel wirst du natürlich niemals ein Kloster finden. Weder ein Nonnenkloster noch ein Männerkloster, also Mönchs- oder Nonnenkloster, wirst du beide nicht finden. Das ist typisch römisch-katholische Kirche. Das findest du genauso wenig wie das Zölibat oder andere falsche römisch-katholische Lehre. Kannst du die Bibel von Genesis bis Offenbarung lesen, du wirst es nicht treffen. Ja, das gut, dann habe ich das doch richtig verstanden. Dankeschön. Das hast du richtig verstanden, Michael. Ich kann dich beruhigen. Ja. In der letzten Revolution wurde eine von den Rebellen konfiszierte päpstliche Kutsche zum Staatswagen des Bambino bestimmt und als Antichrist Pius IX. Nach Rom heimgekehrt war, weigerte er sich, den Wagen wieder in Gebrauch zu nehmen, der seinen Heiland getragen. Und das ist derselbe Antichrist, den vor wenigen Jahren Tausende von Verblendeten für einen geistigen und politischen Reformator hielten. Hier zeigt der Autor Seltzer, oder wie er heißt, ja, Seltzer, in seinen interessanten protestantischen Briefen den Leuten wirklich mal an, was römisch-katholische Lehre auf der einen Seite und Bibellehre auf der anderen Seite ist und wie dann sogar dieser Pius IX, Pio Nono, sich weigert, in einem Wagen zu fahren, weil sein Heiland darin getragen wurde. Mit anderen Worten, der Papst verehrt diese Holzschnitzerei tatsächlich als sein Heiland. Hiermit macht der Autor den protestantischen Lesern ganz deutlich, wie lächerlich die römisch-katholische Kirche in ihren eigenen Lehren wirklich ist. Das war eine Bemerkung des Bearbeiters, also des Übersetzers dieses Buches, nicht von James Edgar Wiley selbst. So wie der Priester auf dem Gipfel des Kapitols dem Bambino die hölzerne, das Kind Jesus vorstellende Puppe erhebt, so werfen sich Tausende am Abhang und Fuße des Berges zu Boden und man hört nichts als das Murmeln der Gebete zu dem Bilde. Rom unter den Cäsaren hat ein abgötterisches Schauspiel nie gesehen. Das Volk glaubt fest an der Bilder Wunderkräfte und wird mit täglich erneuter Sorgfalt von den Priestern in dieser Täuschung bestärkt. Rom allein zählt eine große Anzahl wundertätiger Bilder, unter denen sich das Marienbild in der Kirche zur Maria Maggiore auszeichnet.
Zur Unterdrückung der Cholera ward es von Antichrist Gregor dem 16. barfuß durch die Stadt begleitet. Auch hier gehen wir kurz in eine Fußnote, denn das kommt vor in dem Buch Mornings Among the Jesuits auf Seite 35 bis 38 und da habe ich jetzt einen Teil von übersetzt aus diesem Buch, weil der Autor halt hier erwähnt, dass der Papst, wieso das immer passiert, verstehe ich auch nicht, ja, blöder Computer, Entschuldigung dafür, dass der Papst hier barfuß durch die Stadt hinterhergeht, weil wegen der Cholera. Also habe ich mir morgens im Monde Jesuits angeguckt und habe das Buch, gibt es auch gratis im Internet, und habe dann den Sinn aus diesen Seiten hier übersetzt. Der Autor sagt in dem Buch hier: Ich drückte meine Überraschung über die Position, die er eingenommen hatte, mit Nachdruck aus und erwartete, dass er diese Dinge geleugnet oder aufgeweicht hätte, anstatt sie zu behaupten und zu verteidigen. Und ich nutzte die Gelegenheit, um auf die Krönung des Marienbildes in Santa Maria Maggiore hinzuweisen, eine Krönung des gegenwärtigen Antichristenpapstes des Gregor des 12., der es inmitten von Gottesdiensten mit eigenen Händen krönte. Ich habe auch auf die Prozession angespielt, die das gleiche Bild durch die Straßen führten, um die Cholera zu unterdrücken. Eine Prozession, in der sich der gegenwärtige Papst barfuß anschloss. Und ich fragte, ob wir diese Taten betrachten sollten, in denen alle Chefs der Kirche, als der Papst, Kardinäle, Bischöfe etc., nahmen aktiv teil, als die Taten der Kirche, die die Meinungen sanktionierten, dass Bilder Wunder wirken könnten und dass die Prozession eines Bildes von der Jungfrau Maria möglicherweise das bleiben könnte, Virulenz der Cholera, und dass ein bestimmtes Bild zu einer besonderen oder besonderen Andacht berechtigt war. Als Krönung, kurz gesagt, zu mehr Verehrung als andere Bilder. Also mit anderen Worten, tragt dein Bild der Jungfrau Maria durch die Straßen und ihr werdet von Corona geheilt. Versucht's doch mal. Wird irgendwann kommen. Ja. Ja. Lauter bitte, du bist nicht zu verstehen. Ist besser so? Bisschen, ja. Ein bisschen. Es geht um Folgendes. Ich habe es noch von einem anderen Aspekt, die Aktualität von diesem Bild. Mhm. Und zwar, ich habe jetzt mal nur kurz nachgeschaut, in der Offenbarung wird das Bild etwa 13 Mal erwähnt, dass man das nicht anbeten soll. In welcher Offenbarung? Ja, also die Offenbarung des Johannes. Das fängt dann beim Offenbarung 13. Ja, ja, in Offenbarung 13 wird über das Bild gesprochen, aber nicht 13 Mal in dem Kapitel, ne? Nein, aber verteilt in Kapitel 15, 16, Kapitel 19, Kapitel 20. Okay. Also okay, in den verschiedenen Kapiteln dann, ja, okay. Dann, ja, dann, genau, dann ist es deutlich, ja, okay. Ja, ja, das stimmt. Ja. Da wird in der Bibel wird deutlich davor gewarnt, dass man eben mit diesen Bildern, dass man sich davon weghalten soll. Ja. Ja, und eben, ich denke, es ist ja aktuell, kann es ja gar nicht sein. Also, das betrifft ja unsere Gegenwart heute sowieso. Ah ja, wenn das denen hier hilft, um da irgendwie gegen die Cholera vorzugehen, dann wird wahrscheinlich auch irgendjemand mal auf die Idee kommen, dass das hilft, heute gegen Corona vorzugehen. Oder da kommt irgendeine Marienerscheinung, die sagt, wenn ihr das und das macht, dann werdet ihr davon geheilt werden. Oder was weiß ich. Also man kann sich das so verrückt gar nicht vorstellen, wie sie das nachher erfinden. Also auf jeden Fall wird der Bilderdienst noch eine ganz wichtige Rolle in der Endzeit, in der wir leben, spielen. Ja. 13 Mal oder öfter, wenn es genau 13 Mal erwähnt ist, interessant, gut. Aber die Offenbarung erwähnt den Bilderdienst und sagt ganz deutlich, dass man eben da nicht als wahrer bibelgläubiger Christ sich mit drum kümmern soll. Also mit anderen Worten, dass man das Bild nicht anbeten soll, sondern dass diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens von Anfang an der Welt geschrieben stehen, die werden niederknien und werden dieses Bild anbeten. Genau wie damals die Babylonier, wo Nebukadnezar sein Bild aufgestellt hat, von 60 Fuß hoch, in Gold gegossen, um zu sagen, wenn die Harfen und die Tamburine und die Flöten und was weiß ich nicht, alle welche Musikinstrumente spielen, dann muss man niederknien und dieses Bild anbeten.
Und damals gab es drei wirklich wahre Israeliten, die mit babylonischen Namen Schedrach, Mischach und Abednego heißen, die gesagt haben, wir tun das nicht. Naja, den Rest der Geschichte ist bekannt. Und wer nicht bekannt ist, der sollte Kapitel 3 aus dem Buch Daniel lesen. Und ansonsten ist das mal für eine andere Geschichte, aber nicht für hier jetzt. Aber Bildanbetung, und da geht es hier in diesem Thema ja drum oder in diesem Kapitel ja drum, ist von Gott verboten in jeder Art und Form. Und deswegen wird über das Bild eben auch in der Bibel zur Warnung in der Prophezeiung deutlich drüber gesprochen. Da wird ein Bild gemacht und durch die Macht des Tieres kann dieses Bild sogar sprechen. Ne? Da steht ja, glaube ich, in Offenbarung 13 drin, dass das Bild, dem Bild wurde ein Geist gegeben, dass es sogar sprechen konnte und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Menschen folgen dem allemal. Ja, danke Alexander, für das zur Sprache zu bringen. Ja, bitteschön, gern geschehen. Wo war ich denn jetzt hier stehen geblieben mit dem Lesen? Ferner fragen wir mit Recht, was kann der Wechsel, welcher nach der Papisten Glauben mit dem Bilde beim Akte der Weihe vorgeht, anderes bedeuten, als dass es vorher totes Holz oder Stein nun mit Kräften des dargestellten Heiligen begabt wird, welcher sich dann auf eine geheimnisvolle Weise durch das Bild offenbart. Hier kommen wir zu Fußnote Nummer 2. Da sagt der Übersetzer, in Deutschland ist in den letzten Jahren die Zahl der wundertätigen Marienbilder bedeutend gewachsen. Der Geistliche einer Kirche, in der sich ein solches befindet, soll die Leute ermahnt haben, doch nicht zu einem anderen entfernten Bilde zu wallfahren, was jene Maria könne, das vermöge die Seinige auch. Und je mehr Leute er kriegt, desto mehr Geld kriegt er. Wenn aber die Zulässigkeit obiger Unterscheidung angenommen wird, wenn man glauben könnte, dass die Anbeter selber sie machen, so wäre damit und dies ist der dritte Punkt unseres Angriffs, die Sache selbst noch keineswegs verteidigt. Das Wort Gottes verbietet nun einmal solche Praxis und bezeichnet sie als götzendienerisch durch das Gebot. Zitat, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, noch des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger oder eifersüchtiger Gott. Ehe diese Worte nicht eben schon so einfach und feierlich vor den Nationen der Erde widerrufen werden, als sie verkündigt worden, und zwar von demselben, der sie gesprochen, solange bleibt Roms Praxis unter dem Fluche des Götzendienstes. Die Frage ist, willst du Rom oder Jehova gehorchen? Ersteres spricht, mach dir Bilder, wirf dich vor ihnen nieder und diene ihnen. Letzterer donnert von Sinai, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Rom hat selbst die Unversöhnlichkeit dieser zwei Gebote, des von den sieben Hügeln und des vom Sinai, anerkannt und darum das Göttliche aus dem Dekaloge getilgt. Vergebliches Bemühen, das Wort Gottes bleibet in Ewigkeit. Gott erbarme sich des armen, betörten, so blindlings in die Macht der Abgötterei geführten Volkes. Möge seine Gnade sich verherrlichen, nicht bloß an denen, die so todeswürdige Sünde täglich in Verblendung ausüben, sondern auch an denen, welche die Leute lehren, also zu tun. Und das lesen wir in der Bibel in Römer Kapitel 1, Vers 32. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ein kurzes, krachtiges Kapitel. Ich habe noch etwas zu den Bildern oder Bildnis. Ja. Da steht, du sollst dir kein Bildnis machen. Das umfasst also Bilder,
Statuen und alles andere, was irgendwie vom Menschen gebildet ist, ein Building, eine Art Nachbau oder irgendwie etwas. Und wenn das dann prophezeit ist, dass es so eine Abbildung, so ein Bau geben wird, das wie Gott verehrt wird und sogar spricht, dann muss ich irgendwie an die künstliche Intelligenz denken, die dann irgendwie gesagt zu der Gottheit erhoben wird und gesagt wird, ja, das ist so so schnell im Denken, so intelligent, da kommt kein Mensch bei, das ist jetzt unser neuer Ratgeber, daran halten wir uns, das wird dann irgendwann mal zur Gottheit und also damit könnte ich es assoziieren. Dem kann ich überhaupt nicht widersprechen. Da hast du recht mit. Und da dieses Ding, was immer das ist, ja auch etwas Geschaffenes ist, also etwas Geschaffenes jetzt nicht von Gott in dem Sinne geschaffen, sondern vom Menschen gemacht ist, ein Werk des Menschen darstellt und die Werke des Menschen ja nützlich sind oder nötig sind, zur Erlösung zu gelangen, kann man dieses Werk natürlich dann eben auch als einen Gott dahinstellen. Ja, dem stimme ich absolut zu. Das wird sicher auch in der Zukunft noch eine Rolle spielen. Nun gehen wir doch von der Bilderverehrung mal auf die Verehrung der Heiligen. Das sind ja zwei verwandte Themen, ne? Weil die Bilder stellen ja diese Heiligen dar. Nun, in der Bibel steht ganz deutlich darin, dass die Lebenden, die Gebote, die den Geboten Gottes folgen, das sind die Heiligen. In der römisch-katholischen Kirche sind die Heiligen diejenigen, die der Papst heilig erklärt. In der römisch-katholischen Kirche sind diejenigen heilig, die tot sind. Ja? Und das heißt also, wenn ich Heilige verehre, in der römisch-katholischen Kirche verehre ich Tote. Und da sagt Gott bereits in den ersten Büchern Mose ganz deutlich, dass das Nekromantie ist und dass das verboten ist. Dass man das nicht tun soll. Dass man das nicht tun darf. Aber die römisch-katholische Kirche nimmt diese sogenannten Heiligen und lässt sie anbeten. Nun muss man da auch noch bei wissen, und dafür verweise ich dann nochmal auf die Lesung von Babylon Mysterien Religion, da haben wir ja darüber gesprochen. Es gibt ja im alten heidnischen Rom die großen Götter und die kleinen Götter, ja, also die wichtigen und die weniger wichtigen zum Beispiel. Und all diese Götter, den hat man halt im Namen der Christianisierung Roms biblische oder christliche Namen gegeben. Und somit haben die Heiden weiterhin die Möglichkeit, ihre heidnischen Götter anzubeten, nur nennt man sie jetzt eben in der römisch-katholischen Kirche Heilige. So viel dazu. Wer da genaueres drüber wissen will, wer das ein wenig tiefer studieren will, dem rate ich an das Buch Babylon Mysterien Religion und dann schaut ihr in das dementsprechende Kapitel oder ihr hört euch meine Lesung dazu an. Ich habe es ja auch gelesen. Ihr könnt die Lesung folgen, ihr könnt das Buch selber lesen. Da gehen wir auch, also da wird auch in dieses Thema eingegangen. Was sagt denn jetzt James Atkin Wiley über die Verehrung der Heiligen? Unter der großen Zahl verstorbener Menschen, welche die römische Kirche Heilige nennt und für die sie Verehrung fordert, unter dieser großen Zahl gibt es viele wie die Apostel und andere Christen der ersten Kirche, welche wirklich diesen Namen verdienen, Heilige. Anderen könnte er nur von einem sehr nachsichtigen Gerichte beigelegt werden. Vielen Heiligen des römischen Kalenders aber würde selbst die äußerste Milde des Urteils diese Bezeichnung absprechen müssen, da sie nichts als Fanatiker, und zwar keineswegs ungefährlicher, sondern roher und zum Teil unsittlicher Art gewesen sind. Ferner weist das römische Heiligenregister eine Menge vollständig apokryphischer Namen nach. Einige römische Heilige waren unverbesserlich in Schwachsinn, Trägheit und zynischen Schmutz der Lebensweise. Noch andere, klug und tätig genug, aber in Erfindung von Marterwerkzeugen und Errichtung von Anstalten zur Verwüstung der Erde und des Menschengeschlechts, zum Beispiel der heilige Dominikus, der Begründer der Inquisition, sodass die Beta.
wieso das Wort, so, ja, so dass die Beter, ja, gut, man muss eben noch den Satz vernünftig lesen können. Manchmal gehen die Pferde mit mir durch und dann verliere ich den Draht und ja. Also, zum Beispiel der heilige Dominikus, der Begründer der Inquisition, sodass die Beter in der Tat Gefahr laufen, also die Anbeter, das besser zu verstehen, die Angeflehten im Himmel nicht anzutreffen. Aber wäre auch die ganze bunte Menge eine Versammlung von Heiligen, immer bleibt die Frage, ist es recht, zu ihnen zu beten? Wir haben hier eine Fußnote gehabt, hier vorne, wo steht, ferner weist das römische Heiligenregister eine Menge vollständig apokryphischer Namen nach. Wo in der Fußnote steht, so geht zum Beispiel die Zahl von 10.989 Jungfrauen ab, da notorisch, selbst wenn die bekannte Legende von der heiligen Ursula historisch sein sollte, die Angabe der Zahl 11.000 statt 11 hier auf einem bloßen Abschreibfehler beruht. Ne? Also ob es nun 10.989 oder 11.000 Jungfrauen sind, das ist dann noch die Frage. Das wissen die selbst nicht. Wir wissen wohl, dass die römische Kirche nicht lehrt, dass ihre Heiligen Götter seien und für sich allein die Macht haben, bei Segnungen, um die sie gebeten wurden, zu verleihen. Sie unterscheidet vielmehr bestimmt zwischen der den Heiligen und der Gott zu zollenden Anbetung. Erstere sollen mit Dulia, das hatten wir ja bereits vorher gelesen, einem geringeren, letzterer mit Latria, dem höchsten Grade von Anbetung verehrt werden. Na, wir hatten ja gelernt, dass die Marienanbetung die Latria-Verehrung, Hyper-Verehrung ausmachen soll. Die hohe Stellung, Würde und der Einfluss der Heiligen im Himmel, wie auch die Tugenden, in denen sie auf Erden sich auszeichneten, geben ihnen, so lehrt man, ein Anrecht auf unsere Verehrung. Es ist vernünftig anzunehmen, dass sie großen Einfluss auf Gott haben. Ferner, dass sie teils durch Mitleid mit uns, teils durch die ihnen dargebrachte Huldigung sich bewogen fühlen werden, ihren Einfluss zu unseren Gunsten geltend zu machen. Deshalb dürfen wir sie bitten, dass sie bittend für uns bei Gott eintreten. Fürbitte halten nennt man das. So macht jene Kirche die Heiligen zwar nicht zu Vermittlern der Erlösung selbst, aber zu Vermittlern ihrer Mitteilung und Aneignung. Diese an sich freilich falsche Theorie wenigstens aufrechtzuhalten, hat sich aber die römische Kirche nicht einmal die Mühe gegeben, denn sie gebraucht, ob zufällig oder absichtlich, wollen wir dahingestellt sein lassen, zur Empfehlung ihrer Sünde die unbestimmtesten Ausdrücke, macht eine Unterscheidung, welche der gemeine Mann zu fassen schlechterdings unfähig ist und welche der Priester, selbst wenn er den guten Willen dazu hätte, dem Volke doch nicht deutlich machen kann, und befördert die Gebete zu den Heiligen auf solche Weise, dass die Menge sie für wichtiger als die an Gott den Herrn gerichteten halten muss, wie denn auch in der Tat Millionen römischer Christen, römische Christen gibt es nicht? Oder gibt es schwarze Weiße? Wie denn auch in der Tat Millionen römischer Christen beständig zu den Heiligen, höchst selten aber zu dem lebendigen Gotte beten. Millionen römischer Katholiken und nicht Millionen römischer Christen. Hat schon seinen Sinn, dass das grün angestrichen ist. Nun, auch hier sind wir eben über eine Fußnote gegangen, die ich hier oben vergessen habe anzuzeichnen und deswegen habe ich sie eben nicht vorgelesen. Die steht hier in diesem ersten Satz. Diese an sich freilich falsche Theorie wenigstens aufrechtzuerhalten, hat sich die römische Kirche nicht einmal die Mühe gegeben. In einer Fußnote sagt hier über der reisende Layard. Layard ist ja auch ein Historiker, der sehr oft von Alexander Hislop in seinem Buch Von Babylon nach Rom erwähnt wurde. Der reisende Layard besuchte in den kurdischen Bergen nestorianische Christen. Ja, was ist das denn? Was ist ein nestorianischer Christ? Nestorianismus ist die christologische Lehre, dass die göttliche und die menschliche Natur in der Person Jesus Christus geteilt und unvermischt sein und damit eine Form des
Diophysitismus. Ja. Je schwieriger die Worte, desto katholischer die Erklärung. Ja. Sie ist nach Nestorius benannt, der von 428 bis 431, also nach Christus, Patriarch von Konstantinopel war, also mit anderen Worten Bischof der Ostkirche, und sie maßgeblich vertreten hat, diese Lehre. Insbesondere Kyrill von Alexandria hat sie heftig kritisiert und auf dem Konzil von Ephesus 431 und dem zweiten Konzil von Konstantinopel 553 wurde die Lehre als Häresie verurteilt. Ja, das sind aber immer noch Zeiten, Ephesus 431 und Konstantinopel 553, wo die Westkirche und die Ostkirche voneinander getrennt waren. Erst im Jahre 606 hat Kaiser Phokas dem römischen Bischof die spirituelle Macht auch über die Ostkirche übertragen und damit Boniface III. Zum ersten Papst gemacht. Die Konzile hier wurden also noch in einer damals geteilten Kirche gehalten, nämlich der Ost- und der Westkirche. Also, der reisende Layard besuchte in den kurdischen Bergen nestorianische Christen, welche jüngst zum Katholizismus übergetreten waren. Also mit anderen Worten, von einer Scheiße in die nächsten, Entschuldigung für den Ausdruck, ja, aber wirklich vom Braun ins Schwarze übergetreten. In ihrer Kirche fand er elende Bilder der Heiligen und der Maria mit den grellsten Farben bemalt und ein abschreckend hässliches Wickelkind mit der Unterschrift Idio Bambino. Versteht ihr, was diese Gemälde bedeuten? Fragte er. Nein, war die Antwort. Wir haben sie auch gar nicht hierher gestellt. Als vor einiger Zeit unser Geistlicher, ein Nestorianer, starb, kam der katholische Bischof Mutran Jussus zu uns. Er stellte diese Bilder auf und befahl uns, sie anzubeten. Ob die wohl wussten, was Dulia, Hyperdulia und Latria bedeuten? Das ist aus Layards Buch Nineveh und seine Überreste oder Nineveh and its Remains. Ja? Ein sehr bekannter Historiker, der eben auch oftmals von Alexander Hislop in seinem Werk zitiert wurde. Das Tridentiner Konzil lehrt, dass die Heiligen, welche mit Christo regieren, Gott ihre Gebete für die Menschen darbringen, dass es gut und nützlich sei, sie demütig anzurufen und um ihre Fürsprache, Hilfe und Beistand zu bitten, und dass es gottlose Menschen seien, die das Gegenteil behaupten. Ende Zitat. Also, das Tridentiner Konzil lehrt, dass es gut und nützlich sei, sie demütig anzurufen, um ihre Fürsprache, Hilfe und Beistand zu bitten, und zwar die Heiligen, welche mit Christo regieren. Im Augenblick, wo wir leben, in diesem Moment, regiert Christo komplett alleine oben im Himmel, weil da ist nämlich keiner. Die sogenannten Heiligen, das ist ja wieder römisch-katholische Lehre, die Lehre der unsterblichen Seele und so weiter, die sind noch gar nicht da. Jedenfalls nicht die Heiligen, die hier von der römisch-katholischen Kirche angesprochen werden. Oh, es gibt einige Seelen, die unter dem Thron von Jesus sind, das lernen wir in der Offenbarung, die sagen, wie lange noch, o Herr, bis du uns endlich rächst. So steht es in der Bibel geschrieben, ja. Aber dass hier irgendwelche Heiligen aus der römisch-katholischen Kirche zusammen mit Christo regieren, das ist rein römisch-katholische Falschlehre. Ja? Und dass es nützlich sei, diese sogenannten Heiligen, also diese Toten, diese Dämonen anzurufen und von ihnen Fürsprache, Hilfe und Beistand zu bitten, das kann man ja gerne machen, aber dann ist das nicht für den Gott der Bibel, dann ist das nicht für Elohim, dann ist das nicht für den Gott, der sich selber sagt, ich bin der, der ich bin, sondern ist das für den, der sich selbst zum Gott erhebt, derjenige, der ein gefallener Engel aus dem Himmel ist, den betet man dann an.
Und der wird dann dafür sorgen, dass durch diese Anbetung eben auch Dämonen hier Werke auf dieser Welt verrichten, mit denen man dann die Resultate bekommt, um die man gebeten hat. Aber damit fragt man eben die Hilfe von gefallenen Engeln. Mit allen Konsequenzen. Doch ist das Konzil so vorsichtig, zwar das Dogma, aber nichts Genaueres über die Praxis zu lehren. Gewöhnlich begegnet man deshalb auch den Angriffen der Protestanten durch die Behauptung, das Beten zu den Heiligen sei keineswegs von der Kirche ausdrücklich geboten. Wenn aber Gebete zu den Heiligen einen Teil der Liturgie bilden, über dem die Gläubigen ohne eine Todsünde zu begehen die Feier gewisser Heiligenfeste, wie zum Beispiel Maria Himmelfahrt und aller Heiligen, nicht unterlassen dürfen, wenn ferner der Tridentiner Katechismus lehrt, dass wir zu den Heiligen um Erbarmen flehen und um ihrer Stellung und ihres Einflusses im Himmel willen Hilfe und Beistand von ihnen erwarten dürfen, also von vielen anderen außer von Jesus Christus, so erhält deutlich genug, welches Gewicht jener Ausflucht beizulegen ist. Gebete des römischen Missale, das ist ein Messbuch, ja? Gebete des römischen Missale wie folgendes, Zitat, O Gott, dem die Unschuld des Lebens uns zu empfehlen es gefallen hat, die Seele der heiligen Jungfrau Scholastica in Gestalt einer Taube zum Himmel steigen zu lassen, verleihe uns durch ihre Verdienste und Gebete, dass wir hier unschuldig leben und danach zu den ewigen Freuden uns erheben. Ja, wenn wir hier denn unschuldig leben, dann sind wir ja also ohne Sünde. Wenn wir ohne Sünde sind, brauchen wir keinen Erlöser und Jesus Christus ist überflüssig. Genau das, was die römisch-katholische Kirche will. Oder mögen, o Herr, durch die Fürsprache deines Bischofs und Apostel Petrus die Gebete und Opfer deiner Kirche dir angenehm werden, damit das hochheilige Fest, welches wir zu seiner Ehre feiern, uns Vergebung unserer Sünden erwirke. Diese Gebete beweisen deutlich, dass die Behauptung, die Kirche fordere die Anbetung der Heiligen nicht, gar nicht ernstlich gemeint ist. Die allen theoretischen Verteidigungsversuchen und seinen Distinktionen schnurstracks widersprechende Praxis, der zufolge die Heiligen an demselben Orte und in derselben Weise wie Gott verehrt werden, ist unleugbar. Also hier stelle ich die sogenannten Heiligen auf eine Stufe mit Gott. Damit erhebe ich auf eine Art und Weise diese Heiligen, aber noch viel schlimmer, ich drücke Gott von seinem Thron auf ein unteres Niveau. Ja? Die allen theoretischen Verteidigungsversuchen und seinen Distinktionen schnurstracks widersprechende Praxis, der zufolge die Heiligen an demselben Orte und in derselben Weise wie Gott verehrt werden, ist unleugbar. Dies anerkennend sagt auch der Historiker und römisch-katholische Lehrer Perron, Zitat, dass wir den Heiligen eine absolute, ihren Bildern eine relative Verehrung und Anbetung zollen müssen. Also, eine absolute und eine relative Anbetung? Welche Erklärung vor vielen anderen jedenfalls den Vorzug hat, dass das Prinzip der Abgötterei in ihr offen ausgesprochen ist, ein Prinzip, welches ebenso offen verworfen wird durch den, der da spricht, du sollst nicht andere Götter haben neben mir, und der den Satan entgegenrief, du sollst Gott deinen Herrn anbieten und ihm allein dienen. Nicht bloß Anbetung, sondern Dienen jeder Art ist verboten. Nach dem Wort des Herrn an den Versucher ist die Unterscheidung zwischen Latria und Dulia eine elende Sophisterei. Und wie in göttlicher Voraussicht schon des späteren Irrtums von ihm verworfen. In dem fruchtlosen Bestreben, die Gebete zu den Heiligen und die Lehre von ihrem vermittelnden Gebete mit dem Scheine der Schriftmäßigkeit zu stützen, hat man sich auch auf die Aufforderungen füreinander zu beten berufen. Mit welchem Rechte ist schlechthin nicht einzusehen, da auch Roms Theologen nicht leugnen werden, dass die Bibel an lebendige
und nicht an Tote gerichtet ist. Wenn man sich ferner auf die Stelle der Offenbarung Johannes, Zitat, die Ältesten hatten güldene Schalen voll Rauchwerks, welche sind die Gebete der Heiligen, Ende Zitat, beruft, so ist dies eine bis an Lächerlichkeit streifende Willkür der Beweisführung, da es erstlich nicht feststeht, dass die betreffende Vision des Sehers, also von Johannes hier, auf die Gemeinde im Himmel und nicht auf die Kirche auf Erden sich beziehe, letzteres sogar mehr als wahrscheinlich ist und zweitens in jedem Falle aus dem Umstande, dass die Heiligen zu Gott beten, was sich, weil sie eben heilig sind, von selbst versteht, noch nicht folgt, dass wir sie anrufen sollen. Sondern Gott sollen wir anrufen. Ja? Fußnote 3. Der Übersetzer sagt hier, man kann willig einräumen, dass, obschon kein ausdrückliches Schriftzeugnis dafür vorliegt, die Gebete der Heiligen sich auch auf das Heil ihrer Brüder auf Erden beziehen, ohne dass hieraus auch nur im Entferntesten die Berechtigung zu ihrer, also der Heiligen Anrufung, von unserer Seite gefolgert werden darf. Es ist in der Tat keine ungerechte Behauptung, wenn man in dem römischen Heiligendienst die Tendenz, um nicht zu sagen den Plan erkennt, die Menschenherzen von Gott und seinem Gnadenthron abzuziehen und unter die Herrschaft des alten Paganismus, also Heidentums, zurückzuführen, das Rom nie verlassen hat. Der Feind weiß wohl, was ihm Altäre und Bilder der Heiligen nützen. Den Wechsel der Namen lässt er sich gern gefallen. Ist es nicht eine offenkundige Rückkehr zum Heidentum, Paganismus, wenn das betrogene Volk dem heiligen Rochos, dem Befreier von der Pest, in der heiligen Barbara, die Schützerin vor Donner und Blitz, im heiligen Abt Antonius, den Erretter aus Feuers und heiligen Antonius von Padua, den aus Wassersnot, in Sankt Dionysius, den Befreier von Kopfschmerzen, Sankt Blasius, den Helfer in Halsübeln und der heiligen Lucia, den Augenarzt verehrt, wenn heiratslustige Mädchen den heiligen Nikolaus, Schwangere, den Sankt Ramon, Kreisende, also Gebärende, davon kommt der Kreis an, ne? Kreisende Sankt Lazarus als ihren Patron anrufen. Wenn die von Zahnschmerzen Gequälten an die heilige Pallonia und Fieberkranke an den heiligen Dominikus sich wenden. Und wenn in der heiligen Festen jeder fundige Beobachter die unmerklich veränderten und umgebildeten Zeremonien des Heidentums in den Schutzpatronen der einzelnen Länder, Ländchen, Städte und Dörfer, die Laren und Penaten, das sind Schutzgötter, und zwar griechisch und römisch, des klassischen Altertums wiedererkennen muss, so wird wohl das Prophetenwort gelten. Zitat: Mein Volk hat seine Herrlichkeit verändert, um des Unnützen willen. Sollte sich doch der Himmel davor entsetzen, schaudern und sehr erschrecken, spricht der Herr, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen ihnen hier und da ausgehauene Brunnen, die doch töricht sind und kein Wasser geben. Ende Zitat. Endlich bleibt noch eins zu erörtern. Auf die oft an Papisten gerichtete Frage, wie es denn in Gottes Namen, füge ich hinzu, möglich sei, dass die Heiligen im Himmel, denen noch die römische Kirchenlehre weder Allmacht noch Allwissenheit beilege, die unaufhörlich aus allen Gegenden der Erde an sie gerichteten Gebete der Sterblichen hören. Da wird drauf geantwortet, sie hören das Gebet und seinen Inhalt durch Gottes Mitteilung. Offenbar stößt diese Erklärung das ganze römische System von der Mittlerschaft der Heiligen über den Haufen. Denn man macht auf solche Weise, wie auch Seymour, einem römischen Priester, auf diese scharfsinnige Lösung des Rätsels entgegnete, Gott den Herrn zum Mittler zwischen den Menschen und den Heiligen. Und nicht umgekehrt. Der Umweg ist in der Tat seltsam.
Jemand will von einem Manne eine Gunst erlangen durch Fürsprache der Mutter derselben. Der Mann hört zwar ganz gut, aber die Mutter ist taub. Deshalb erzählt jener seinem Wunsch dem Manne, damit er ihn der Mutter sage. Und diese kann ihr Fürwort einlegen. Das ist die heilige Anbetung nach Roms eigener Theorie. Das Bild, St. Dionysius Kopfschmerzen, da habe ich ein Bild vorbereitet, das blende ich jetzt aber nicht ein, das dauert mir zu lange. Aber das Bild dieses Heiligen mit seinem abgeschlagenen Kopfe in den Händen wurde ganz neuerlich erst mit darunter gedruckten Anweisungen zu dem bezeichneten Zwecke an die Kirchentüre rheinischer Orte angeklebt. Ja, das kann dann der Michael ja wahrscheinlich bestätigen. Ich mache es jetzt doch mal eben, ich suche es mal eben raus. Dann haben wir das Bild da mit bei. Wenn ich es mir schon vorher raussuche, dann kann man das ja eben auch mal raussuchen. Dieser Sankt Dionysius, ich glaube, wenn man den sieht, dann kann man wohl verstehen, dass der Kopfschmerzen hat. Nicht wahr? Um den geht es hier. Und wenn man das Ganze hier so sieht und hört über die Heiligenanbetung und so weiter und daran glauben würde, dann würde man auch hoffen, dass es auch einen gegen Durchfall und Erbrechen gibt. Ja, wird es wahrscheinlich auch geben. Das wurde jetzt hier nicht aufgezählt, aber das wird es wahrscheinlich auch geben. Ne? Ja. Gut, dann schließen wir also hier mit dem heiligen Sankt Dionysius, der ganz große Kopfschmerzen hat, logischerweise, oder vielleicht auch Halsschmerzen, wie auch immer. Damit schließen wir das hier ab und wir haben heute tatsächlich mal zwei Kapitel gelesen. Zwei sehr interessante, zusammenhängende Kapitel. Deswegen gehen wir nächstes Mal auch noch in ein noch zusammenhängenderes Kapitel. Da habt ihr ja sowieso schon ein wenig was drüber gehört. Die Verehrung der Jungfrau Maria. Ja, da gehen wir rein. Wir lesen gerade das Buch. Eine für alle, alle für eine Himmelskönigin. Oder Königin des Himmels. Und da geht es um die Verehrung der Jungfrau Maria. Da geht es um die Verehrung der Himmelskönigin. Die leibliche Mutter Jesu wird hier zur heidnischen Himmelskönigin gemacht durch die römisch-katholische Kirche. Da geht es im 19. Kapitel dieses Buches drum. Da geht es in dem Buch, das wir lesen, von Max übersetzt, eine für alle, alle für eine Himmelskönigin drum. Das wird nächstes Mal ein interessantes Thema und damit schließe ich das Thema von heute ab. Wir haben deutlich gelernt, denke ich, wie wichtig es ist, alles wieder an der Bibel zu messen. Wir haben gesehen, was die Konzile beschließen, wir haben gesehen, was die Päpste beschließen, wir haben gesehen, was im römischen Katechismus steht, wir haben gelesen, was im Tridentiner und anderen Konzilien beschlossen wurde. Und wenn wir das gegen das Buch hier halten, gegen die Heilige Schrift, dann ist das alles den Dreck noch nicht wert, den ihr unter euren Fingernägeln habt. Und vor allen Dingen ist es genauso unwahr. Von daher bleibt mir nur, meinen Aufruf zu machen, dass ihr bitte, 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 bitte eure Bibel in die Hand nehmt. Am besten, wenn ihr könnt, eine originale, so original wie möglich, dem Druck nach, autorisierte Version der 611 König Jakobus Bibel. Und wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid, dann nehmt die Schlachter. Eine bessere Alternative kann ich euch nicht bieten, weil andere Bibeln sind auch nicht so perfekt. Die Schlachter ist noch das kleinste Übel, in Deutsch zumindest. Und wenn ihr da irgendetwas nicht versteht, dann schreibt mir das in einem Kommentar. Wenn ich oder meine Brüder und meine Schwestern, die mich hier in dieser Lesung begleiten, euch helfen können, weil wir es vielleicht verstehen, dann sind wir immer bereit, um euch zu helfen. Aber lest eure Bibel. Die Gebrauchsanweisung für dieses Leben, die Gott uns mitgegeben hat, ist so absolut notwendig zum Überleben, nicht hier auf dieser Welt, aber zum wahren Übergang in ein echtes, ewiges Leben. Weil das bekommt man nur, wenn man Christ und Antichrist unterscheiden kann. Wenn man die Lehre des Papismus von der Lehre des einen wahren Gottes Elohim im Himmel unterscheiden kann. Und dafür müssen wir unsere Bibel lesen. Also, bis zum nächsten Mal. Möge Gott
euch behüten und beschützen und segnen und lest eure Bibel. Maranatha.